Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf diesem Kanal beziehungsweise zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir mal wieder einen klassischen Gruselfilm vorliegen. Ja gut, er ist jetzt nicht klassisch, ist noch nicht bekannt, aber er orientiert sich an den Klassikern und zwar The Evil, die Macht des Bösen aus dem Jahre 1978 von Gus Trikonis. Und das ist ein Regisseur, der mir überhaupt nichts sagt und den man auch nicht kennen muss, denn er hat neben diesem einzigen Horrorfilm in seiner Filmografie lediglich noch ein paar andere unbekannte TV-Filme unter anderem gemacht, deswegen muss man diesen Namen jetzt nicht wirklich kennen. Ja, The Evil ist ja ein ziemlich vager Titel, unter dem man sich jetzt nicht wirklich irgendeinen Inhalt vorstellen könnte. Das Böse, es kann ja alles Mögliche sein. Dann denkt man vielleicht auch noch an Slasher oder Splatterfilm, das passt ja auch zu der Zeit. Deswegen hat er im Deutschen auch noch den eigentlich auch ziemlich inhaltslosen Beititel Die Macht des Bösen bekommen. Und insgesamt hört sich das ein bisschen seltsam an. The Evil, die Macht des Bösen. Aber naja, das Cover sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Mit so einem weißen Rahmen und dann hier diese minimalistische, aber doch schöne Zeichnung. Das ist auch nicht so reißerisch. Haben wir gleichzeitig auch noch mit einem Wendecover ein Alternativcover an Bord. Ja, das sehen wir hier. Das ist auch auf der Disc zu sehen. Sieht auch ganz nett aus. Das ist vielleicht ein bisschen reißerischer, weil die Frau da vom Haus weg rennt, das gerade brennt und dann kommen dann diese Monster-Klauen. Das gibt jetzt so den Film nicht wirklich wieder. Deswegen finde ich das halt deutlich schöner. Ja. Das Ganze kam, wenn ich mich nicht täusche, auch in der Trash Collection, in einer kleinen Hardbox raus, aber auch im Mediabook. Ob man jetzt so einen Film im Mediabook braucht, ich hole mir auch manchmal die M-Ray, weil ich weiß ja nicht, ob die Filme mir gefallen. Und bei diesem hier freue ich mich im Nachhinein auch ganz ehrlich, dass ich mir das Mediabook jetzt einfach mal erspart habe. Aber die Qualität ist auf jeden Fall gut. Ton- und Bildqualität sind auf jeden Fall in Ordnung, wie man es bei CMV Laservision kennt. Und die Extras, da haben wir jetzt nicht allzu viel. Da haben wir jetzt allerdings auch noch einen Audiokommentar von Christoph N. Kellerbach, der ja auch teilweise die Booklet oder eigentlich immer die Booklet schreibt bei CMV Laservision. Und auch noch ein paar Trailer, unter anderem zu The Death House, den ich ja auch vorgestellt habe. Und diese DVD kostete 8 Euro ungefähr. Und von daher macht man gar nichts falsch, wenn man klassische Gruselstreifen in seiner Sammlung haben will. Und bei diesem Preis, selbst wenn ich den Film jetzt nicht klar empfehlen möchte, aber dazu gleich später mehr, kann man sich diese DVD auf jeden Fall schön ins Regal stellen. Ja, The Evil, die Macht des Bösen, ist kein Klassiker, auch wenn es wie bei CMV immer hinten draufsteht, aber orientiert sich an den klassischen Gruselfilmen und bietet statt Blut und Gewalt, wie Ende der 70er Jahre ja sehr beliebt, eher düstere Gruselmomente und geisterhafte Effekte, wie sich selbst öffnende Türen und Fenster, nebelige Silhouetten, die aus dem Nichts auftauchen und unsichtbare Gegner, die Menschen hin und her ziehen. Es ist ein typischer Haunted House-Streifen und die Story ist demnach auch recht seicht. Ein Ehepaar kauft ein altes Haus in Nirgendwo und will es in eine Suchtklinik umbauen. Zusammen mit einer Handvoll anderen charakterlosen Gestalten merken sie dann aber, dass das Haus von einer bösen Macht besetzt ist. Es endet darin, dass sie von dieser im Haus eingesperrt werden und dann versuchen, mit aller Kraft wieder ins Freie zu gelangen. Da der Film von den Schauwerten her leider schnell ermüdende Effekte bietet, die eben einen nicht besonders umhauen können, vielleicht war das damals anders, aber aus heutiger Sicht wirkt das an manchen Stellen doch altbacken, müsste er im Gegenzug eher Kreativität und eine schnelle Geschichte erzählen, doch genau das tut er meiner Meinung nach eben nicht. Die Charaktere bleiben blass, die Geschehnisse im Geisterhaus werden schnell repetitiv und es gibt einfach zu wenig Abwechslung. Von daher wurde er schnell belanglos. Da das Ende aber noch eine wirklich cool umgesetzte Idee bot, endet er wenigstens nicht langweilig und unspektakulär. Ich fand ihn am Ende leider dennoch mittelmäßig, kann mir aber durchaus vorstellen, dass das viele anders sehen könnten. Wirklich viel falsch machen macht man mit dem Kauf der DVD also nicht. Ob man jetzt unbedingt das Mediabook braucht, sei mal dahingestellt, obwohl ich jetzt auch nicht bezweifle, dass es von guter Qualität sein dürfte. You can't do this! It may be too late. God help me! Richard Crenna, Joanna Pettit, Victor Blumberg. The Evil. A New World Picture.